So, und da bin ich wieder zurück. Euer Ben Stormrider heißt euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von About Love, Hate and the Other Ones. Und ich habe gedacht, ich wäre zu blöd für dieses Level, aber ich habe rausgefunden, wir haben einen Bug entdeckt. Schaut mal hier, wenn ich nämlich anstatt, ne, also ich demonstriere das mal, anstatt hier die Schritte rückgängig zu machen, wenn ich auf Neustart klicke und das Level neu lade, dann steht dieser Typ da oben auf dem großen Klotz. Normalerweise, der stand in der letzten Folge, guckt nochmal in die letzte Folge rein, stand der da unten in diesem Grasbüschel drin. Und wir brauchen den aber da oben, sonst kommen wir hier nicht durch. Ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe gedacht, Mann, wie peinlich. Jetzt schon in den ersten 10 Leveln komme ich nicht weiter, versage total, habe vorher noch dick angekündigt, ich habe das Spiel schon mal gespielt, schon ganz lange bevor allen anderen und ja, dann versage ich so kläglich, aber in Wirklichkeit bin ich gar nicht so doof. Es war einfach nur das Level, was nicht gestimmt hat. So, und jetzt ist es auch ganz einfach. Wenn ich den hier anhate, voll das Hater-Spiel, dann kann ich diesen hier anloven. Lovers and Haters. So, und tada, ich habe eine Treppe geschaffen. Oder beinahe. So, Moment. Ah, ich verstehe. Ich glaube, ich muss Hate dahin schicken, weil wenn ich Love benutze, dann kann ich unten, kann ich sozusagen den einen Typen als Korken hinausziehen, weil ich ihn anlove. Achtung. So, das hätte mit Hate nämlich geklappt. Und dann kann ich Hate nämlich auf diesem Wege hier rüberholen. Stand der einfach im Grasbüschel. Ich weiß nicht, warum das Spiel den da gespawnt hat. Naja, ist ja auch gut, wenn die Entwickler sowas sehen. Kann man nur noch mal patchen. Mal gucken, ob wir noch mehr Bugs entdecken. Aber wir haben es ja geschafft. Es war ja spielbar. Wir haben einfach nur das Level neu geladen. Also, denkt daran, wenn ihr das selber spielt, es kann mal passieren, dass das Level die Leute falsch platziert. In dem Fall einfach nochmal Neustart klicken. Anstatt rückgängig, einfach Neustart. Vorsicht vor der Lücke. Jawohl, wird gemacht. By the way, ich guck mal auf die Zeit. So, ab jetzt sagen wir so 15 Minuten. So, die Lücke. Vorsicht vor der Lücke. Welche Lücke? Finden wir bestimmt noch raus. So, mal sehen. Da hinten ist der blöde Knopf. Dann müssen wir doch den erstmal anlaufen, um den hier runter zu bekommen, I oder? love you. Das hat ja super geklappt. Vielleicht I so? love you. Auch noch nicht. Dann von I hier. love you. Ah, jetzt hat's funktioniert. So. Ach, ich habe eine I Idee. love you. So, und Hate lassen wir da einfach I stehen. love you. Und I schließen wir diese love komische you. Lücke hier. Ich I weiß nicht, love you. ob das jetzt wirklich I so verheerend love gewesen you. wäre. Aber auf diese Art und Weise fehlt uns wieder eine Figur, um darüber zu kommen. Ja, fast richtig, Ben, fast richtig. Aber dennoch falsch. So, Moment. Also, love you. wir laufen hier I an. love you. Der muss auf I diesem Level love bleiben. you. Ich darf den nicht in die Lücke fallen lassen, denke I ich. love you. Dazu macht Hate einen Bocksprung. So, dann laufen wir den weiter I an. love you. I love you. Und dann können wir den da anhaten und haben für Hate eine super Brücke gebaut. Ha! Durchschaut. Wenn auch nicht gleich beim ersten Mal. So nah und doch so fern. Also, ich kann euch schon mal teasern. Das Spiel hat nicht nur die Lazy Ones, mit denen ihr interagieren könnt. Da kommen später noch spezielle andere Figuren dazu. Ich erinnere mich zum Beispiel an welche mit Propeller auf dem Kopf, die katapultieren euch dann nach oben. Mal sehen. Ja, da haben wir ja was zu tun hier. Warte mal. Wie fangen wir denn das am besten an? Sollen wir einfach mal probieren?
Wie interagieren wir denn mit überhaupt irgendwas hier? Moment, ich glaube, ich muss da hinten erstmal loven. I love you. Damit wir die hier runterbekommen. Mal sehen. Wenn ich da jetzt einen reinstelle, kommt Hate darüber. Aber Hate wollen wir da drüben gar nicht, sondern eher Love. Also. Also tue ich Love hierher. Hüpfen. Hate dahin. Hüpfen mit Love hier rüber. Ich glaube, den kann ich anloven. Und dann stapelt sich das hier. Das können wir mal machen. I love you. Und wahrscheinlich muss ich den hier auch runterholen. I love you. In die Grube. Den vielleicht auch. I love you. Ja, gut. Soweit. Wie machen wir denn weiter? Da muss auf jeden Fall noch einer rein. Das könnte aber auch ein Spielercharakter sein. Also Love oder Hate. Ach, warte mal. Der Knopf ist ja da oben. Der ist ja gar nicht rechts. Oh, verflucht. Also, wir müssen erst nach rechts. Und dann müssen wir von rechts nach oben. Okay. Ich glaube, ich muss Love darüber holen. Dann holen wir den einen runter. Der ist unsere Treppe. Das heißt, eigentlich müsste ich da einen rüber haten. Aber schaffe ich das? I love you. Ah, okay. Das wird klappen, denke ich. Ich buxiere Love mal wieder hier runter. Hoffentlich ist es kein Fehler. So, und dann mit Hate stoßen wir einen über die Kante. Na, das klappt ja super. Warte mal. Nee, dann holen wir jetzt hier den erst runter, den laufen wir hier runter. Bringen Hate hier rüber. Gehen mit Love dahin. Stellen Hate auf Love. Und ja! Ah, guck mal. Und da haben wir eine Treppe. Jetzt muss ich nur noch auf die Treppe kommen. Was? Ah, was kein Problem darstellt. I love you. Okay. So, dann gehen wir da rüber. Laufen den runter. I love you. Ah, bestens, bestens. Ihr merkt schon, so langsam kommen die Gehirnknoten. Brauchen wir Hate? Oder nicht? Ich glaube, ich kann Hate jetzt nicht befreien. Der sitzt da dummerweise irgendwie fest. Das ist schlecht. Kommen wir genau bis hierhin und stehen wieder Ochs vorm Scheunentor. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück. Nämlich bis hierhin. So, ich glaube, ich sollte Hate nicht da unten in dem Loch lassen. Ich glaube, ich stelle Hate mal wieder da drauf und dann laufen wir den runter. Dann haben wir unsere Treppe für Love. Gehen den Weg, wie wir ihn eben gegangen sind. So, und jetzt was Hate angeht. Den brauchen wir doch auch. Da ist jetzt dicht. Puh. I love you. I love you. Tja. Ach, ich weiß schon. Den hier rüber. Dann holen wir den zurück. I love you. Da haben wir die Leiter für Hate gebaut. So. Dann holen wir den hier rüber. Und stellen den da hinten drauf. Als Räuberleiter. Was eigentlich klappen würde. Hier klammern würde. Weil, wie kommen wir jetzt auf Hate drauf? Mein Gehirncast. Warte mal. Wir gehen nochmal ein paar Schritte zurück. Ich glaube, das war soweit eigentlich okay. Müssen wir die vielleicht da schon runterlaufen irgendwie? Oder wir...
Einen Moment mal. Was ist denn, wenn wir Hate jetzt gleich mit rübernehmen? Und dann hier hinten drauf. Und dann haten wir den da weg. Und machen einfach Räuberleiter. Ja, also ihr seht schon, die Rätsel sind ganz schön knifflig, aber Gott sei Dank funktioniert Trial and Error. Jetzt brauchen wir da oben aber Love. Und dann haben wir aber einen mehr da oben. Genau. Macht Hate die Räuberleiter, Love geht hoch. I love you. Und Love... I love you. Dann kann man auch... Ach, jetzt... Wie bekomme ich denn den ja jetzt so rüber verflucht? Ich meine, prinzipiell haben wir das Loch dann zu. Das Problem ist einfach. Was mache ich jetzt mit Hate? Ah, ich verstehe. Wir haben ganz am Anfang, wir haben da noch einen relativ da, wo wir gestartet sind. Den haben wir am Anfang falsch buxiert. Den bräuchten wir jetzt zusätzlich. Also klicke ich mal eben Neustart. Love. Da ist er. Okay, also, was wir machen mit dem? Ich hole Hate hier erstmal runter und dann darf Love den hier rüber buxieren. Und dann ist das Loch da schon mal zu, wisst ihr? I love you. So, dann macht I love you. Dann macht Hate nämlich die Räuberleiter für den Other One. Jetzt müssen wir den da runter haten. So, das war schon ganz richtig so. Und wenn wir Hate jetzt hier hinstellen, können wir diesen dort runterlappen. I love you. Und den da auch. I love you. So. Und jetzt könnten wir diesen ganzen Haufen da runterlappen, damit wir die Leiter für Hate haben. I love you. Also Treppe. I love you. Das funktioniert auch. In der Theorie. Verflixt. Ah ja, genau. Jetzt haben wir die Leiter für Hate. Dann haten wir den darüber. Jetzt kommt Love hier wieder nicht hoch. Wenn ich den jetzt hier runterhole, ist das ein Fehler oder nicht? Dann haben wir Love hier oben. Love 2 runter, haben einen dabei. Mal wieder keine Leiter für Hate, dass er da drüben rüberkommt. Verflixt. Manchmal, also das ist I love you. Äußerst kniffliges Spiel ab und zu. Wenn ich den jetzt hier runterhole, dann kommen wir da hinten zwar rauf, aber wir kommen wieder nicht auf die Räuberleiter. Neustart. Ein Moment. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Anstatt den runterzuhaten, würde ich den gerne rüberlaufen. Damit der die Lücke zuerst schließt. So. Schließen wir mit dem. I love you. Ich hoffe, das klappt. I love you. I love Holen den hier rüber. I love you. Machen die Räuberleiter für Love. Der muss jetzt mal hier rüber. Dann holen wir Hate dahin. So, Love nach hier oben. Leute runterlaufen. Leute runterlaufen. I love you. Jetzt fehlt da unten I wieder einer. I love you. I love you.
kniffliges Spiel das einfach ist. Ah, Moment. So. Jetzt haben wir zwei Leitern auch. Naja, für Hey zumindest nur. Jetzt kommt Love da wieder nicht hoch. Und dann kommt Hate da wieder nicht rüber. Aber wenn Hate hier hingeht, kommt Love wieder hier hoch und kann die zumindest runterlaufen. I love you. I love you. Wenn wir die runterlaufen können, können wir die vielleicht auch rüberlaufen. Warte mal. I love you. Das klappt ja toll. Warte. Jetzt. Dann haben wir hier wieder I love you. I love you. Äußerst komplex. Warte. I love you. So, jetzt kommt Hate hier hoch. Und kann die Räuberleiter für Love machen. Der kann hier hinten rumlaufen. I love you. Guck mal, jetzt haben wir die Lücke zu. Wir haben noch einen als Treppe dabei. Den wir brauchen, um Hate dazu zu holen. Hoffentlich erreiche ich den jetzt über die Kante. Na, sonst haten wir den runter, das geht auch. Ich hate mal. Hey du! Einfach mal richtig abhaten jetzt. Hey du, 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 du! Ich trau mich gar nicht, was zu sagen, um ehrlich gesagt. Um ehrlich zu sein, sonst steht nachher wieder in den Kommentaren, was hast du für eine Sprache drauf? Ich hasse dich. Ja, wir haben es geschafft! Hui, Level 14, sehr gut. Schau dir diesen Blowing One an, er könnte nützlich sein. Den schauen wir uns an, aber erst in der nächsten Folge. Das war Folge 2 von About Love, Hate and the Other Ones von Tobias Bilgeri und dem Let's Play von Ben Stormrider. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Ben.